Hallo und herzlich willkommen zum 23. Let's Play von Subnautica. Und ja, die letzte Folge haben wir ja ein bisschen Scrap Metal gesammelt. Ich weiß, opala, was war das denn? Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir noch haben. Gar keinen mehr. Quasi. Okay. Das heißt, so großartig zurück können wir auch gar nicht. Sind wir fast auf Boden aufgeschlagen. Na, Klage. Ja, gut. Dann fahren wir direkt mal hier zurück zur Station, verarbeiten das da. Das können wir jetzt auch, haben wir letzte Folge auch dahin gebaut. So einen kleinen Fabricator. Okay. Na, cool. Haben wir direkt hier in der Nähe genügend Eisen gefunden oder Scrap Metal? Gut. Quarz hätte ich jetzt gerne auch noch mitgenommen. Von der Basis haben, da haben wir einen und dann noch ein bisschen gesammelt. Aber naja, was willst du machen? Ist das denn unsere Basis, der komische Fleck? Sieht so komisch aus von Weitem. Oder ist das ein Fisch? Nee. Ach, guck mal, das ist der Eingang, der noch nicht ganz fertig ist. Ah, okay. Ja gut, wenn wir den fertig haben, sieht er bestimmt auch nicht mehr so komisch aus. Hakel. So, wunderbar hier eingeparkt. Direkt rein. Hier wäre jetzt auch noch schön, wenn hier... Ja. Wäre jetzt auch noch schön, wenn wir natürlich hier so ein paar Sachen noch drumherum hätten, dass hier so ein paar Sachen noch spawnen würden. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. Wir verbraten jetzt auf jeden Fall ein bisschen Energie erstmal, um hier was herzustellen. So. Hier, einer geht noch. Okay, jetzt haben wir wieder ungefähr so viel Titan, wie wir vorher hatten. So. Hier haben wir unseren kleinen schönen Generator. Das hier wollte ich ja gerne so offen lassen. Wie mache ich das? Genau hier wollte ich einen Gang drauf haben. Genau so war das. Da nehmen wir am besten sowas. Kann ich gar nicht nach unten drin, nö. Müssen wir... 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Müssen wir da etwa so ein Ding hier aufbauen? Können wir gar nicht. Nee, können wir gar nicht. Wieso können wir das nicht? Weil da schon zwei sind, oder? 10 seconds of oxygen remaining. Das war knapp. Auftauchen hätten wir auf jeden Fall nicht gekonnt, weil 320 Meter, das würde noch nicht mal so schaffen mit voller Sauerstoffflasche, glaube ich. Da muss ich jetzt aber echt mal ein bisschen mehr drauf aufpassen. Okay. Gucken. Hedge. Können wir nicht draufbauen. Schade. Wir können das nicht draufbauen wegen den Fenster. Fenster hätte ich auch gerne schon da gehabt. Wie machen wir das denn? Machen wir das? Ne, da können wir keine Leiter hinbauen. Das ist doof. Ja, ach, dann gehen wir hier halt ein bisschen um die Ecke. Der fehlt uns natürlich. Genau. Da fehlt uns natürlich Glas. Glas brauchen wir noch 3 Stück denn mittlerweile. Oh, ich bin gar nicht ganz voll. Müssen wir mal kurz warten. Wir müssen bald was trinken. Gut, jetzt werden diese großen Seealgen ganz praktisch. Aber erstmal probiere ich hier nochmal den hier aus. Nee. Denn... was machen wir denn da? Können wir da so einen? Nein.
Nee, auch nicht. Das ist ja jetzt schwierig. Ja, ich weiß das doch. Ich würde jetzt ja auch gerne weiterbauen, aber... Wahrscheinlich müssen wir den hier komplett fertig machen. Damit wir da denn durch können. Na okay, denn bevor ich das da oben mache, dann baue ich hier lieber nochmal einen Gang hin. Was kommt hier denn für einer hin? So ein schöner... So ein schöner normaler Korridor. Zack. So, kann man ja auch nochmal machen. Ein T-Stück brauchen wir dann da nicht. Da reicht auch so ein Ding. Ja. Und rein. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier bestimmt später auch nochmal so eine Schleuse benötigt. Dass man hier so ein Tor zu machen muss, dann läuft hier Wasser rein, dann muss es abgelassen werden. Dann geht das Tor erst wieder auf. Also ich glaube, in der fertigen Version kommt bestimmt nochmal sowas dazu. Das dauert bestimmt noch sehr, sehr lange. Hier könnte ich doch ein T-Stück hinsetzen. Mache ich das? Ja, ich glaube, das mache ich. So. So, nochmal. Wie viel Titan haben wir noch? Genügend erstmal. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, hier, den kriegen wir noch fertig. Zack. Und dann nochmal rein. Ach ja, und später mit den ganzen Fenstern, wenn die hier drin sind, dann wird das ja echt eine schöne Basis. Aber ich bin doof. Ich bin richtig doof. So. Da stand der locker im Weg. Okay, jetzt wird die Basis echt wirklich schon langsam groß. Okay, hier kommt man dann rein. Links hier werde ich die Produktionssachen, die ganzen Produktionssachen tun. Das heißt eigentlich nur zwei Sachen momentan. Vielleicht kommt noch was dazu. Man weiß es ja nicht. Nee, der kann ihn dann nicht machen. Ach, verdammt. Den hier können wir erstmal zu uns nehmen. Haben wir wieder ein ganz bisschen was an Wasser dabei. Reinforcement. Ich weiß nicht, was das hier bringt. Werden wir nochmal ausprobieren. Hier ist noch so ein Ding. Ach so. Ja gut, das ist für die Stabilität. Fragmentanalysierer, Blueprints, 2 Stück. Okay, aber wir können den Bauplan hier schon mal platzieren. Das ist rein theoretisch. Könnte man das hier platzieren? Ganz vielleicht. In der Ecke hätte ich gerne so einen Locker wiederum stehen. Wo ist er? Hier. So. Okay, muss auch wieder nur noch Glas ran und dann könnten wir doch sogar so einen Fragmentanalysierer davor rein theoretisch bauen. Ja, ob das mit der Leiter passt, wir können es ja eh wieder abbauen. Was ist das denn? Das ist ja viel zu groß. Nee, also... Da muss ich mir mal was anderes überlegen. Titan haben wir immer noch ein wenig dabei. Was machen wir denn? Ja, okay, wir müssen erstmal
Wir müssen Wasser. Wir müssen Wasser holen. Mal gucken, wie macht man den hier? Basic Water, den will ich ja gar nicht. Suche ich den hier mal so manuell. Wo ist er? Wie ist denn das Beak, ne? Beacon auch nicht. Bei Tools kann er nicht gewesen sein. Wälder, genau. Wälder hier. Magnesium und Crash Metal. Genau, und Crash Metal hat es mir gefehlt. Da wusste ich ja nicht, wie ich das mache. Ja, den haben wir hier. Salz und Koralle, okay. Oh, jetzt. Das wird jetzt aber eng. Salz haben wir aber Koralle nicht. Da muss ich nicht hin. Wo ist der andere blinkende Punkt? Doch, da muss ich hin. Da muss ich tatsächlich hin. Oh, 6%. Ich glaube, diesmal werden wir wieder drauf gehen. Ich glaube, ich schaffe das noch nicht mal mehr zum Live-Pod. Wobei, könnte knapp werden. Müssen wir gucken. Oh, oh, oh. 5%. Das könnte wirklich noch ziemlich knapp werden. Oh, oh. Ach, wir sind oben. Ich habe schon gedacht, was kommt denn jetzt? Also hier im Dunkeln sieht man echt gar nichts. So. Jetzt ist schon besser. Okay. Man hört hier im Hintergrund immer noch diese Delfine so ein bisschen. Also jetzt auf jeden Fall nicht. Hat auch jetzt schon wieder. Ich glaube zumindest, dass das Delfine Delfingeräusche sind. So. Wir sind jetzt aber ganz schnell hier unterwegs, ne? 3%. Doch, das schaffen wir noch. Muss ich nur noch mal so eine Koralle hier irgendwie finden. Ich hoffe, das ist so eine komische grüne Koralle. Ansonsten, hahaha. Das hier rettet mir jetzt gerade mal kurz das Leben. Weil wir waren ja auf 1% runter. Pflanzen können auch Leben retten. Ist erstaunlich, aber wahr. So. Okay, vollgefuttert haben wir uns. Trinken brauchen wir zwar trotzdem noch, aber. So. Ich will es mal nicht so unrealistisch machen, weil das Respawn ist ja nicht gerade realistisch. Bäh. Mach ich mal hier. Ja. Ich weiß doch, dass wir was trinken müssen. Okay. So, mal gucken. 70%. Ne, okay, wir laden uns hier auf jeden Fall nicht auf. Schade. Ah ja, okay. Auch erstmal was trinken hier. Zack. Okay. Okay, nur ein Salz. Den ganzen hatten wir dabei. Hier haben wir natürlich wieder kein Salz. Silber. Ich glaube, ich nehme mal eine Batterie mit, dann kann ich mir da so eine Zelle machen. Oder Silikon. Zweimal Quarz, das brauchen wir sowieso. Zweimal Quarz, nehmen wir einmal Quarz. So, dann kann ich wieder Silber einlagern. Wobei,
Und jetzt ist Silber hier. Lager ich lieber Gold ein. Das ist, glaube ich, wertvoller. Kupfer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Haben wir hier nochmal ein paar wertvollere Sachen reingetan. So. Und es ist auch schon wieder Tag. Dann suchen wir uns hier mal Salz und ja, wieder ein paar Rohstoffe. Aber erstmal Salz oder diese Luftsäcke würden auch gehen. Wobei wir die hier, glaube ich, nicht finden werden. Wie ruhig das hier einfach nur ist, wenn hier einfach keine Viecher mehr leben. Außer natürlich diese Kamikaze-Dinger. Butter-Salz. So. Ich glaube, unser Messer geht demnächst auch mal wieder kaputt. So. Okay. Ja, einen hauen wir nochmal kaputt. Naja, ich tauche schon auf. Kein Metallfragment in Sicht. Aber echt, demnächst sind wir auch schon mit der Basis oder zumindest mit den Grundbausteinen fertig. Glaube ich zumindest. Eine zweite Etage muss da nicht unbedingt drauf. Schwarz brauchen wir unbedingt jetzt mal für Glas. Kupfer können wir immer noch nicht wirklich gebrauchen. Bis jetzt. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch mehr Fahrzeuge? Habe ich noch gar nicht wieder geguckt. Muss ich auch mal machen. Hier ist noch so ein Vieh. Okay, Silber. Hier in dem Inventar ist was voll. Ich wollte sonst hier nochmal mit den kleinen Mini-U-Boot längs fahren. Das lohnt sich nicht, weil wir haben kaum noch Inventarplatz. Titanium, nochmal Titanium. Titanium. Scrap Metal. Meins. Ja, 40 Sekunden. Wir sind ja nicht allzu tief. Ich tauche trotzdem einfach mal auf. Ich möchte ja nicht unnötiges Risiko hier eingehen. So. Haben wir hier noch was Besonderes? Vielleicht hier drin? Können wir da durchschwimmen? Oh ja. Okay, und am Anfang dachte ich, dass da irgendwas vielleicht drin wohnen könnte. Aber ich glaube, nö. Ich glaube, da wohnt nichts drin, ne? Aus den Viechern bekommen wir ja nichts, wenn wir die kaputt hauen. Metall. Boah, können wir noch so gerade eben mitnehmen. Wenn wir jetzt noch ein Salzgedöns finden, dann wäre es perfekt. Ja. Geht nicht, weil wir jetzt den hier mitnehmen. Aber wenn wir eh keinen mehr finden können, dann lasse ich einfach den hier raus. So. Oh, meine externe Festplatte fährt sich gerade runter. Oh, ein Airblätter. Ich sage immer Airblätter. Ein Luftsack. Ein Airsack. Ah, hier, guck mal, wir haben noch Platz, wenn wir die hier essen. Habe ich hier nicht eben noch... Ah ja, hier ist Quarz. Sag mir doch mal früher Bescheid. Manu. War wahrscheinlich sauer auf uns. Weil ich gesagt habe, ich krieg ja schon selber hin. Aber, naja.
Dann können wir so ein Ding hier doch nochmal mitnehmen. Zack. Ach, Quarz. Ach, guck dir das doch mal an. Hier direkt zwei Stück. Den haben wir jetzt ja schon. Den haben wir ja auch schon. Ach, verdammt. Können wir leider nicht mitnehmen. Salz hier, den brauchen wir nicht. Verdammt doch, den brauchen wir jetzt doch. Hier habe ich hier nochmal Salz gefunden. Kommst du wohl her? Okay. Jetzt ist unser Inventar mal wieder randvoll und wo müssen wir hin? Da nicht. Müssen wir doch dahin, wo es eben geblinkt hatte. Ach, da. Ich wollte sagen, na, wo blinkt ich denn, aber naja, hat sich nur auch erledigt. Wird. Oh, ich habe die Folge voll überzogen. Tut mir leid. Naja, nach 15 Minuten ist einfach purer Luxus. Von daher genießt es. Wie wir hier gerade nochmal durch diese Plörre durchschwimmen. Wobei Plörre ist es ja nicht. Ist ja schön sauber. Denkt man gar nicht. Das hier sieht ja immer so eklig aus. Aber diese Algen, die filtern ja das Wasser einfach nur. Zumindest einige Algen. Es gibt auch welche, die das Wasser grün werden lassen und sowas. Sieht ja natürlich nicht so lecker aus, aber naja. Okay, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, wir sehen uns nächste Folge hoffentlich wieder. Und ja, da werde ich immer wieder ein bisschen Wasser herstellen. Ganz genau wie solch Flaschen. Bisschen Titan werde ich noch verarbeiten. Und vielleicht, wenn ich es hinbekomme, Glas werde ich wahrscheinlich noch einmachen können. Naja, denn bis dann. Tschüss.